Hallo! Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play. Sei nicht so gay. Rock of Ages. Craig! Ich muss erst Wasser trinken gehen. Also gehen wir mal Wasser trinken. Nein, warte. Vorher sagen wir. Brogga! Du! Ich hab deinen vermissten Kämpfer gefunden. Ja? Wo ist er? Hinten links! Ich reiß ihm den Kopf ab. Er ist tot. Ich fand seine Leiche in einer Höhle, in der Nähe des Sumpfes. Verdammte Schweinerei. Hat der Dorgan etwas bei sich? Irgendwas? Sag schon! Dorgan hatte eine Liste in seiner Tasche. Du verfluchter Hund! Wo ist diese Liste jetzt? Hinten links! Ich könnte sie dir vielleicht besorgen. Was? Worauf wartest du dann noch? Mittwoch. Ich warne dich. Versuch Donnerstag. Nicht, mich zu verarschen. Nein! Hui! Hallo Domingo! Hallo Ricardo! Gehen wir mal da weiter Richtung Wasserfass. Und dann holen wir uns ein bisschen Erfahrungspunkte, würde ich vorschlagen. Gehen wir mal kurz zum. Na komm! Trink, mein Freund! Trink! Trink dich satt! Wie sagt man eigentlich, wenn man keinen Durst mehr hat? Trink dich antidurstig? Trink gegen den Antidurst! Mit deiner schicken Arbeiterkleidung. Ah, übrigens echt schade, dass es bei Risen so wenig Rüstungen gibt. So. Wir waren ja schon mal, für die, was die älteren Folgen kennen, ja schon mal viel weiter. Und dann habe ich nochmal von vorne anfangen können, weil die Spielstände irgendwie nicht gespeichert waren. Warum auch immer nach dem PC neu aufsetzen. Haben wir den Ricardo nicht schon. Wir schauen noch mal kurz in die Höhle. Zwecks der Liste. Oder müssen wir damit mit der lieben Jungs quatschen? Dann quatschen wir mal mit dem Holzsäger da, weil der gibt uns ja, glaube ich, die Quest wegen. Hi Sam! Hallo! Ich habe hier noch nie gesehen. Tja, ich habe auch noch nicht lange hier. So, so. Du hast ein paar Folgen. Mann, da hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Ach, echt? Du kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Gegend hier ist gefährlich. Oh ja. Das ist zu riskant. Ach, schade. Ein Versuch ist es ja wert. Oder? Nein, auch wenn es vielleicht gerade so aussieht. Ich bin Jäger. Ich bin Jäger? Meine Jungs und ich kümmern uns um die Fleischbestände des Banditenlagers. Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Wenn ich könnte, würde ich. Das kannst du mir glauben. Jo. Doch ich fürchte, dass es Brogar nicht gefallen würde, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache, bevor sein Holz hier gesägt ist. Das ist schwierig. Du bist Anführer der Jäger? Ja, aber wie du siehst, komme ich hier nicht weiter. Weg, um mich um sie zu kümmern. Ja, ja. Meine Jäger machen momentan, was sie... Ja, dann lass doch. Du sägst Brogars Holz? Jupp. Allerdings. Er sagt, er müsse seinen Vorrat an Brennholz aufstocken. Aber das ist reine Schikane. Warum? Ich habe mich mit ihm angelegt. Und tja, jetzt lässt er mich Problem. Dafür bluten. Heißt das, dass Brogar dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Ja, was sag dir doch. Was soll ich machen? Ich kann... Warum wärst du die... Im so. Da. Früher oder später? Top, 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 top. Request. Ich kann dir helfen, dass deine Jagd. Machen wir das auch noch laufen. Mit. Du hältst dir ganz schön viel auf, Kleiner. Aber gut, ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Rachel ist schon ziemlich ungeduldig. Yep. Sie braucht das Fleisch für die hungrigen Mäuler hier. Jojo. Die Jäger sollen wieder jagen. Gut.
Hätten wir mal das. Und so, jetzt quatschen wir Broga noch mal kurz wegen der Liste an. Und vielleicht können wir da die Quest gleich abgeben. Broga? Ne, warte. Okay, nein, ich quatsche gleich. Drogan, hier, bitte. Hast du die Liste, von Drogan. Hier damit. Wem hast du von dem Zettel erzählt? Ja, allen. Niemandem. Das war auch besser für dich, glaub mir. Jojo. Die Jungs sagen, du hättest nichts drauf. Wer hat das gesagt? Na warte, den werde ich... Dankeschön. Also raus mit der Sprache, sag es mir. Wer hat das gesagt? Hannibal. Oh, niemand. Ich hab nur eine Wette verloren. Wenn du sowas nochmal machst, mache ich dich fertig. Genau. Verschwinde. Okay. 4 von 5. So. Broga. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Nicht ganz. Ich hätte da noch eine Sache. Bitte. Aber ich bin mir nicht sicher. Na komm, sag schon. Ob du der Herausforderung. Sag, raus damit! Raus mit der Sprache. Komm. Na schön. Dann pass mal auf. Hast du schon mal Schutzgeld eingetrieben? Das ist doch illegal! Das ist doch illegal! Okay. Okay, machen wir. Erklär mir die Sache mit dem Schutzgeld. Gut. Du wirst jetzt machen, wozu Dorgan nicht in der Lage war. Geld. Also, du gehst zu den ganzen Pfeifen hier im Lager, die nicht zu meinen Kämpfern gehören. Jo. Sag ihnen, dass ihre monatliche Zahlung fällig ist und kassier ab. Danach kommst du wieder und bringst mir das Gold. So einfach ist das. Okay. Gut. Abgemacht. Ich weiß nicht. Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Keine Bange, ich mach das schon. Ja, mal schauen. Ja, berühmte letzte Worte. Ja, die wirst du gleich sprechen. Tja. Nja, 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 nja. Craig? Ach, ich komm nicht. Ich will spielen. 100 Gold. Besorg dir erst mehr Gold. Meh, 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 meh. Gut. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Oh, 39. Ja, da fehlt uns noch ein bisschen was. Das ist mir nicht geheuer. Übrigens. Broga hat mich damit beauftragt, Schutzgeld für ihn einzutreiben. So, petzen wir was mal. Was denn du? Von wem sollst du kassieren? Von allen Jungs hier, die nicht zu seinen Kämpfern gehören. Damit ist er entschieden zu weit gegangen. Wie lange laufen seine Schutzgelderpressungen schon? Keine Ahnung. Gut, pass auf. Treibe das Gold für ihn ein und vergewissere dich, dass die Jungs hier auch alle bereitwillig zahlen. Jupp. Wenn so viele damit drinstecken, werden wir Broga diesmal stellen können. Jupp. Ha, dem werden wir es zeigen. Ha. Warum sagst du wir, wenn du mich meinst? Gute Frage. Broga zwingt den Jäger Sam für ihn zu arbeiten. Hetzen wir da auch nochmal gleich weiter. Er sägt den ganzen Tag Brogas Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen. Was glaubt Broga eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Mit Gemüse. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Ja, ich will Fleisch und jetzt... Wegen deines Lagers. Ah, das. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Gut, eine Sorge weniger. Hier, nimm dies. Du wirst Geld. Es brauchen. Jo, und Erfahrung und Geld. Juhu. Aus kann eigentlich mache ich später. Fangen wir mit anderen Leuten an. Domingo, ich will über dich. Kann ich über Domingo springen? Nein, wir können nicht. Wir gehen kurz zu Duck. Da fangen wir mit dem Duck beim Schutzgeld an. Duck. Geht dir was klar? Ist zu riskant. Nö, kann ich nicht, okay.
Dein Kumpel Louis ist ständig besoffen. Mag sein, aber er ist der beste Jagdlehrer, den ich kenne. Interessant. Du wirst hier in diesem Sumpfloch keinen besseren finden. Okay. Ich hab's geahnt. So! Du zahlst mir jetzt Geld erst her. Mal dein monatliches Schutzgeld. Sofort! Hat man sich jetzt auch schon rumgekriegt. Goldgieriger Arsch. Hier hast du es. Entschuldigung! Dafür können wir handeln. Lass uns handeln. Habe ich etwas für dich? Nein, tut mir leid. Ich kann dir leider nichts verkaufen, aber ich habe... Dann da weiter. Dann müsst ihr irgendwo... Jo. Vorher kann ich was machen. Kein Fleisch zum Braten. Ach verdammt, wir haben kein Fleisch zum Braten. Danny! Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld an die Kämpfer? Tja, wenn du jetzt der neue Eintreiber bist, werde ich es dir wohl bezahlen müssen, oder? Musst du! Hier. So, nochmal 20 Geld. So, dann gehen wir mal da weiter. Muss ich von dir auch Geld holen? Enrico? Ich kassiere jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld ein. Erstmal dein Schutzgeld, Mann. Nimm alles, aber lass mich bloß in Ruhe. Du bist so feige, Enrico. Mach was anderes. Ja, ich gehe jetzt da weiter. Da lang. Und da ans Feuer. Und Louis, hallo. Du suchst eine Bierflasche? Jupp. Sag ich doch. Hörst du schlecht, was? Nein, ich wollte nur noch mal nachfragen. Ich hatte sie doch gerade noch hier irgendwo. Eine Flasche Bier. So. Solltest du nicht eigentlich jagen gehen? Solltest du nicht eigentlich jagen gehen? Oh Mann. Das fängst du auch noch an. Jo. All das geht hier den Bach runter und ich soll mir den Schnall verrenken? Nee. Lass mal. Ich trinke mir lieber. Ach komm, geh jagen, Mann. Du kriegst von mir noch ein Bier, wenn du wieder jagen gehst. Nee. Da muss ich mich ja bewegen. Mach du. Ich kann nicht. Nee. Mach mir das vorher. Rück das Schutzgeld raus. Der Monat ist rum. Ja. Hier. Muss ja nicht gleich handgreiflich werden. Anscheinend schon. Wir müssen so. Jetzt da, geh jagen. Du wirst jetzt jagen gehen. Sonst kannst du was erleben. Pass mal auf. Ich mach dir einen Frust. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die wuseligen Ratten da im Süden. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Was meinst du dazu? Okay, ich mach jetzt mal schnell die wuseligen Ratten. So, zack, die bin wieder da. Die Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann. Das ging aber schnell. Bist als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Danke, mein Freund. Ja, danke. Hast du 30 Goldmünzen? Moment mal. Das sind nur 25. Ja, tatsächlich. Hey. Dann eben 25. Mehr ich sowieso nicht. Jetzt müssen die Viecher nur noch ausgenommen und das Fleisch ins Lager gebracht werden. Das machst du am besten selber. Ich bin zu besoffen. Du bist echt der Größte, weißt du das? Jo, der Kollege. Wir speichern mal. Ich hab nämlich was vor. Ich will Erfahrungspunkte und Fleisch und Zahn. Ja! Komm schon, komm! Komm ran, komm ran! Komm ran! Komm ran! Komm ran! Ja, komm ran! Komm ran! Ja. Oh. Ich sollte die Beine in die Hand nehmen. Ja. Ja. Dass die Viecher so scheiße schwer sind, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja, komm, laden wir. Schnellspeicherstand. Ja. Wird geladen. Hallo und herzlich willkommen im Ladebildschirm, meine Lieben.
Müssen ja eigentlich noch einiges lernen dann. Okay, dann halt nicht. So, dann gehen wir wieder zurück. Mal zu dem Hawkins da drüben. Hallo, Schurke. Hallo, Hawkins. Das ist zu riskant. Was? Gib mir dein Schutzgeld für diesen Monat. Ihr bleibt doch nicht so Spaß. Nö. Nochmal 25 Erfahrung. Gib mir dein Schutzgeld. Nein, jetzt nicht. Okay, jetzt Schutzgeld. Schutzgeld. Gerade nicht. Okay, dann gehe ich weiter. So. Gib mir dein Schutzgeld, Craig. Naja, egal. Phil. Tschüss, Phil. Da ist noch ein Schatz. Dann gehen wir mal darauf. Wer bist du? Handlanger. Hallo, Handlanger. Gehen wir da weiter. Ich glaube, da oben haben wir noch ein paar Wölfe, deswegen speichere ich hier mal während dem Laufen. Jo. Ist ja nur ein Wolf. Ja. Komm, schaffen wir. Ja. Erster Wolf. Und dann noch den zweiten Wolf. Perfekt. Wölfchen. Eine Beere. Noch ein Wölfchen. Gut. Was haben wir da Schönes? Ne, Heilwurzel. Sehr schön. Clay. Hast du mal einen Stängel? Den kann ich beklauen, den kann ich beklauen. Cool. Soll ich ihn mit aus dem Arsch ziehen oder wie? Verschwinde, du Penner! Entschuldigung, ich frag doch nur. Bring mir Gnöll und Kraut. Noch mehr Kraut. Wie viel Kraut haben wir jetzt eigentlich? Kraut. 11. Cool. Du bist neu hier, richtig? Jupp. Wie hast du das bloß erraten? Die sind so schlau. Ich seh schon. Die Jungs vom Don sind ja auch schon derbe auf die Nerven gegangen. Ja, ich bin aber gezwungen, ein Schutzgeld einzutreiben. Denen ist nur langweilig. Was machst du hier? Ich kümmere mich ums Braukraut. Hier. Aha, okay. Schön. Gib mir dein Schutzgeld! Los! Schutzgeld. Wenn's unbedingt sein muss, ich will ja keinen Ärger haben. Richtig. So. Was denkst du über Don Esteban? Man kann über Don Esteban sagen, was man will. Aber im Stich gelassen hat er uns nie. Auf sein Wort konnte man sich immer verlassen. Nice. So, meine Kautschen. So. Dann hätten wir hier Kraut. Hier Kraut. Uiuiui. Ich glaube, wir kriegen ordentlich Kraut zusammen. Ich freue mich drüber. So, da oben ist auch noch Kraut. Das können wir auch noch pflücken. Ich wollte nicht da runter. Oh, da war doch kein Kraut. Hat so ausgesehen. Oh doch, da, Kraut. Yay. Da schlattgatz irgendwo. Oh, Robert. Bist du gekommen, um Schutzgeld zu kassieren? Ja. Wie sieht's denn aus mit dem Schutzgeld? Was denn? Sag bloß nicht, du bist tatsächlich Brogas Handlanger. Sieht ganz so aus. Wollte ich gerade sagen. Naja, du wirst sicher deine Gründe haben. Na gut, ich werde dir das Schutzgeld zahlen. Allerdings wirst du dann erstmal was für mich machen. Sag schon. Seit Wochen versprechen mir die Kämpfer, meinen Hof zu beschützen. Du bist jetzt einer von Brogas Männern. Also wirst du auch ihre Arbeit machen. Mhm. Erledige die Moorleichen auf meinem Hof, drüben beim Wasserfall. Sie sind ziemlich hartnäckig und kommen einfach immer wieder. Erst dann reden wir über Gold. Okay. Warte. Okay, ich kümmere mich um deine Moorleichen. Ach ja? Das wäre ja zu schön. Ja. Toll. Da gönne ich mir vor mein Bierchen. Das Fadenkreuz. Treffer!
noch einen Treffer. Und auf die Eins. Komm her, Moorleiche. Ja. Ich seh nix. Ja. Blödes Wasser. Ja. Ja. Ich hab jetzt extra eine stärkere Waffe gekauft und guck mir vor, dass ich nicht so viel Schaden mache. Also, oh ja, dann wirst du wohl aufhören. Ja. Sei eine brave Moorleiche. Ja. Sei eine brave Moorleiche und leg dich schlafen. Ja. Ist schon Schlafenszeit. Kann ich mal bitte wieder einen Schlag landen? Da kommt schon die zweite. Okay. Ja. Erste. Ja, auf mich ist unfair. Clay! Clay, ich hab hier ein paar Moorleichen! Ich bin voll von diesen Monstern. Machen wir halt, dass ein paar Opfer sind. So, mal kurz was essen. Was hast du mit der Waffe vor? Da, Moorleichen abschießen. Jetzt hör auf zum Tanzen. Zack. Hudododo. Wir sind Schütze. Wir beschützen die Reichen. Wir beschützen die Armen und nehmen uns von den Reichen. Gut. Schwächen wir sie mal ordentlich. Ich hoffe, Clay, du stirbst nicht bald. So. Stecken wir die wieder weg. In den Inventar. Dann essen wir mal kurz. Ein Grünblatt gibt uns zu wenig. Eine Heilwurzel. Gut. Und ein Stück Fleisch. Und ein Stück Fleisch. Warte, Clay, ich helfe dir. Oh nein, Clay ist tot. Clay ist tot. Clay, warum? Ja, schlag mal nochmal. Zwei von drei. Aber gut, Clay hat lang durchgehalten. Ja. Ich hoffe, der kommt nachher klar auf seinem Hof, wenn Clay nicht mehr da ist. Ja. So, jetzt nochmal einen draufhauen. Hau drauf! Ja. Alter, der ist so lahmarschig. So, ich kämpfe gegen den Busch, der hartnäckige Moorleiche heißt. Na los, komm schon, jetzt stirb! Bist du denn? Ja. Alter, das zieht sich wieder mal in die Länge. So, ja. Level aufgestiegen. Schuppi! So, jetzt gehe ich mal die Moorleichenbrüstung. Ein Herz, eine Minze und ein Stabilat. Den kann ich nachher nämlich verkaufen. Das gefällt mir, jo. Clay, gib mir deine Holzwerkzeuge, dass ich die Rüstung von dir nehmen kann. Jo. Bogen. Ast. Bogen behalte ich mir sogar. Da war noch irgendwo eine Moorleiche. Habe ich die schon umgesammelt? Ui, da ist ein Rotturm. Ja, nee, mit dem will ich mir jetzt nicht anlegen. Mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen. So, Robert? Das ist zu riskant. Ist das deine Bruchbude? Ich bin Farmer. Ich baue das Braukraut an für unser Bier hier im Sumpf. Aha. Und die Hütte ist meine bescheidene Behausung. Hä? Will das Spiel mich verarschen? Ja, der kann mal weiterziehen. Ist da noch irgendwo eine Leiche? Nö, sind alle tot. Jetzt bin ich verwirrt. Ich kann sein Schutzgeld nicht eintreiben. Wieso kann ich sein Schutzgeld nicht eintreiben? Doch nicht, weil Clay gestorben ist, oder?
Hey, deine Moorleichen sind weg. Taugt dein... Nehmen wir mal alles durch, Chuck. Chuck. Ah, jetzt endlich. Die hartnäckigen Moorleichen auf deinem Hof sind erledigt. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, welchen Dienst du mir damit erwiesen hast. Ja, einen großen, hoffe ich mal. Nimm dies als Anerkennung von mir. 50 Gold, juhu. Ja. Ich kann dir helfen, das Bier abzuliefern. Machen wir das auch gleich mit. Würdest du das tun? Ja, natürlich. Nun, da gibt es leider einen kleinen Haken. Ach was. Wieso bin ich nicht überrascht? Das frage ich mich jetzt auch. Wegen dieses verfluchten Schutzgeldes kann ich das Bier nicht mehr umsonst abtreten. Ich muss Rachel 50 Gold dafür abnehmen, so leid es mir tut. Jo. Machen wir. Das Zeug. Ich erledige das. Sehr gut. Hier hast du mein Bier. Und vergiss nicht, ich brauche 50 Goldmünzen dafür. Okay. Klar. Gibst du mir jetzt das Schutzgeld für die Kämpfer? Hier. Hoffentlich habe ich damit erstmal meine Ruhe. Ja, hoffe ich auch. Soll ich die Gold erhalten? Cool. Braukraut. Braukraut. Was ist das? Fragen wir da mal nach. Das Zeug aus scheffeln dem wir das mal ordentlich Gold zusammen. Die meisten nennen es einfach Kraut. Es wächst gerne im Sumpf oder an Flussläufen. Aber wenn man die Augen aufhält, kann man es überall finden. Gut. Ich habe herausgefunden, wie man daraus Bier herstellen kann. Das verkaufe ich jetzt. Oh. Sogar so gut, dass ich kaum noch zum Krautsammeln komme. Jo. Da bitte, ich helfe dir. Krautsammeln helfen? Das kannst du allerdings. Und ich bezahle gutes Gold. Für 10 Pflanzen gebe ich dir 70 Gold. Kleinere Lieferungen nehme ich nicht an. Hm. Hier. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Juhu. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du Gut. noch mehr hast, den Preis kennst du ja. Jupp. Speichern wir mal kurz. So. Und da wächst noch mehr Kraut. Wie viel Kraut haben wir noch im Inventar jetzt? Kraut, 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 Kraut. Wo ist mein Kraut? Minze. 8. Oh, ich brauche nur mehr 2. Später machen wir. So. Kümmern wir uns mal um die Bierlieferung. So, das ist ein Heilkraut, das ist gut. Da ist nix. Da ist der Beppo. Da ist der Jäger. Handlanger. Schurke. Rachel! Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Na endlich, ich brauche das Zeug, gib es mir. Ich gib's einen kleinen Haken. Nein, ich bin ehrlich. Moment, Robert will 50 Goldmünzen dafür. Was? Das ist ja wohl die Höhe. Jo, oder die Tiefe. Na gut, ich habe ja wohl keine andere Wahl. Nein. Hier hast du sie. Und jetzt her mit dem Bier. Okay. Wegen deines Lagers. Hm. Gut. So, ich glaube, dann habe ich alle Oscar. Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld? Was ist denn los? Jetzt hat man dich schon zum Goldeintreiben eingespannt. Jungchen, damit wirst du dir hier im Lager keine Freude. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Das ist doch nicht dein Ernst. Na gut, ich denke, wir machen heute rück. Nee! Nicht quatschen! Bezahlen. Der Gürger soll dir in den Arsch beißen. Okay. Hier hast du das Gold. So, Broga, bitte schön. Wegen des Schutzgeldes. Was ist, wenn... Chuck, Chuck, Chuck. Was ist mit Sam?
Soll ich bei ihm auch kassieren? Sam arbeitet für mich. Das soll für diesen Monat reichen. Oh, verstehe. Gut. Bei wem genau soll ich nochmal abkassieren? Bei allen, die... Und jetzt... Du treibst... Hä? Wer fehlt denn jetzt noch? Fehlt noch irgendjemand? Huch. Lorenzo gibt mir kein Schutzgeld. Craig wahrscheinlich auch nicht. Wer fehlt denn jetzt noch? Ich will spielen. Na gut, kämpfen wir nochmal in der Arena. Warum auch nicht? Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. Ha, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Abgemacht. Viel Erfolg. Jetzt muss ich den Typen erst finden. Schurke. Nee. Huhn. Ich könnte gegen Huhn kämpfen. So, Domingo, bevor wir noch was trinken gehen, bevor wir kämpfen, geh ich noch was trinken. Oder noch mal was trinken. Vielleicht zweimal. Zweimal trinken hält besser. So, die Schriftrolle, Domingo. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Steig mit mir in die Arena, steig komm mit schon! Mir in die Arena. Lass den Unsinn! Doch! Doch! Hier, du kriegst ein Bier. Trinkst du erstmal einen kräftigen Schluck Bier. Bier! Hilft dir mal. Und? Wie sieht's aus? Gehst du jetzt mit mir in die Arena? Du bist in Ordnung. Warum nicht? Ich gehe vor, du folgst mir. Gut. Verdrehte Welt. Ich gehe vor und... Er folgt mir. So, komm her. Zeit für eine kleine Lektion. Autsch! Ja. Ja! Oh, weia! Oh. Ja! Hey, ja jetzt! Auf zum Ausweichen! Ja! Oh! Oh. Ja! Ja! Ich hab keine Ahnung, wie man das mit dem Ausweichen macht! Wie machst du das? Oh. Ja! Nein! Jetzt! Oh mein Gott, ich hätte falsch speichern sollen. Jetzt blocken wieder. Oh Gott. Blocken! Oh mein Gott. Ja, das könnte knapp werden. Nein! Quest abgebrochen. Ein paar Münzen. Huh. Wenigstens lässt er mir die Waffe. Huh. Na, wir versuchen es in der nächsten Folge wieder. Ich habe gerade ein bisschen Stress. Also, bis zur nächsten Folge. Ich speier. Hätte ich nicht machen sollen. Aber doch, egal. Ich versuche es in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.